Hallo und guten Tag. Wir vergleichen heute das Sony Ericsson Live View mit seinem Nachfolger, der Smartwatch von Sony Mobile. Beide sind armbanduhrenähnliche Geräte, die sich per Bluetooth mit dem Android-Smartphone verbinden können und dann eingehende Nachrichten sowie RSS-Feeds und spezielle Extras, also Plugins, Anwendungen, die extra für die Geräte entwickelt worden sind, auf ihrem Display unterwegs anzeigen können. Folgende Vorgehensweise: Ich werde erst einmal die Hardware untersuchen und danach zur Software übergehen. Auf beiden Geräten läuft kein eigenes Android-Betriebssystem. Beide werden vom Smartphone mit dem System versorgt. Also wir beginnen mal mit dem Live View. Das ältere Gerät von beiden. Ich habe das jetzt schon seit circa einem Jahr, ein bisschen länger. Und ich muss sagen, die Software hat sich verbessert. In letzter Zeit, anfangs war es grottig, aber jetzt lässt sich das Gerät ein gut verwenden. Aber wie gesagt, beginnen wir mit der Hardware. Also wir haben einmal hier, das kann man entfernen. Dieses kleine Gerät ist eigentlich das Live View an sich. Es kann auch noch ein Halteclip befestigt werden. Das hier ist ein Armband, das war mitgeliefert. Eigentlich soll das hier gut mit Clips halten. Da das bei mir aber schon abgebrochen ist, hier waren sehr kleine Halterungen und die haben einfach nicht standgehalten dauerhaft, musste ich mit Tesafilm das Ganze ein wenig nachhelfen. Das Gerät an sich besitzt, wie ich schon gesagt, das Display. Das nimmt eigentlich die größte Frontfläche ein. Dann hier diese Ränder, das sind Touch-Sensoren-Ränder. Das bedeutet, die Bedienung erfolgt über diese über Antippen der Ränder sowie über zwei Tasten, einmal den Ein- und Ausschalter. Hier, da befindet sich auch eine LED drauf, die rot und grün leuchten bzw. blinken und pulsieren kann, bei eingehenden Benachrichtigungen und beim Laden des Akkus zum Beispiel. Dann gibt es hier noch diese Taste, die ist die Bestätigungstaste, die Enter-Taste. Da das hier ja kein Touchscreen ist, müssen die Eingaben mit einer Taste bestätigt werden. Wir sehen hier vom Design her, komplett aus Kunststoff besteht unser kleines Live View. Hier ist noch Sony Ericsson, das bedeutet, das Gerät wurde noch vor der Übernahme von Sony durch Sony Ericsson hergestellt und entwickelt. An der Unterseite finden wir, was ich sehr gut finde, einen Micro-USB-Anschluss. Natürlich zum Laden des Akkus, aber auch zum Austausch von Daten, also Firmware-Updates, werden mit Sony Ericsson Update Service bzw. Sony Mobile Update Service darüber eingespeist. Natürlich kann das Gerät somit auch über jegliche Handynetzteile aufgeladen werden. Und auch umgekehrt mitgeliefert ist hier dieses schicke, normale, vollwertige Netzteil, womit man auch sein Smartphone aufladen kann. Micro-USB ist da schon eine praktische Sache. Besonders wenn man das Original-Netzteil verloren hat, kann man einfach ein gewöhnliches verwenden. So, vom Design waren wir noch dran. Hier ist das Ganze leicht gebogen. Die Scheibe besteht auch aus Kunststoff und ist relativ kratzempfindlich sowie staubdurchlässig. Also, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber in mein Gerät ist leider schon von innen Staub eingedrungen. Ansonsten schlicht gehalten, wirkt aber trotzdem durch das große Display ziemlich modern. Besonders die Auflösung von relativ hohen 128x128 Pixeln ist ja für eine Armbanduhr ziemlich ungewöhnlich. Wie schon gesagt, das Armband ist mitgeliefert worden. Meine Halterung ist ja abgebrochen. Gut ist, man kann das hier auch entfernen, diese Schale, und an ein beliebiges Armband dran murksen, sozusagen. Hier haben wir hier diese gewöhnlichen Metallstifte, die man kennt. Wenn man so ein Ersatzarmband irgendwo dran macht, das ist ein bisschen Murksarbeit, hier jetzt das auszutauschen. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann kann man das ziemlich leicht entfernen und dann hier auch
irgendwie sehr gut waschen. Das hier ist ein Kunststoff-Textil-Armband, also das ganze Gerät hier besteht wahrscheinlich außer diesem Metallgriff hier aus Kunststoff. Wir setzen das Gerät also ein und um das Live-View am Arm zu tragen, wird wie bei einer gewöhnlichen Armbanduhr einfach das Band einmal umgeschlagen und hier ziehen wir diesen Gurt hier. Das hier ist ein elastisches Band, das finde ich persönlich nicht so gut, weil dadurch leiert das schon ziemlich schnell aus. Genau wie dieser Reißverschluss, der hält schon nicht mehr so gut wie als das Gerät neu war. Nichtsdestotrotz habe ich das aber noch nie verloren, außer die Metallstifte. Da musste ich einmal neue haben, weil mir ist das irgendwie heruntergefallen, beziehungsweise die Stifte haben sich aus irgendwelchen Gründen aus der Halterung gelöst. Ansonsten ist das hier relativ angenehm zu tragen. Überall hier sitzt das Band. Größenverstellbarkeit ist sehr gut. Und damit gehen wir dann am besten direkt mal über zur Smartwatch. Die bekommt hier gerade eine RSS-Benachrichtigung rein. Dazu kommen wir später. Hier hat Sony das Ganze etwas anders gelöst. Hier haben wir das Gerät mit einem Aluminiumrand. Es ist sehr flach, also auch das Display ist nicht gewölbt wie beim Live View. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das hier im direkten Vergleich besser erkennen. Hier haben wir eine leichte Wölbung, hier nicht. Zudem ist hier das Sony Logo in Silber. Das gibt es hier beim Live View nicht. Höchstens nur dieses kleine Sony Ericsson Symbol auf der Rückseite. Um das Gerät zu befestigen. Eigentlich ist es dünner, wie man sehen kann. Auch hier im Vergleich. Dünner als das Live View. Allerdings gibt es hier diese Klammer, die man nicht entfernen kann. Und das ist einerseits praktisch, weil man das einfach hier an das Armband, das hat hier so eine vorgefertigte Fläche, da wird es einfach dran geklipst und schon hält das. Zum Aufladen und zum Datenaustausch mit dem Computer gibt es hier eine Spezialschnittstelle, die ist aus Designgründen entwickelt. Hier, diese Pünktchen hier, da wird das mitgelieferte Kabel, Moment, hier, leider nur ein Kabel, kein Netzteil, das heißt, hier muss man das des Smartphones oder ein extra dazu gekauftes Smartphone benutzen, ansonsten muss man das, nicht Smartphone, Ladegerät kaufen, ansonsten muss man das Gerät am Computer laden oder an sonstigen USB-Schnittstellen, die Geräte permanent mit Strom versorgen können. Das Kabel wird dann hier unter diese Klammer . Also es ist natürlich schön einfach und schon eine Idee, darauf zu kommen, dass man das hier so reinklemmen kann zum Aufladen und zum Datenaustausch mit dem Computer. Allerdings halte ich diese Anschlussmethode für nicht sonderlich gelungen, zumal man kein Netzteil von anderen Geräten verwenden kann. Also dieser Anschluss hier ist, würde ich sagen, einmalig nur für die Smartwatch entwickelt. Und passt sonst nirgends. Und er hält auch nicht besonders gut. Also diese Klammer hier, die leiert bestimmt nach einer Zeit auch aus. Ich habe das Gerät noch nicht so lang. Vielleicht 2 Wochen irgendwann. Aber ich denke, dass das auch gerade bei Firmware-Updates kritisch werden kann, wenn man das so mit dem Computer verbunden hat und dann auf einmal versehentlich die Kontakte ein wenig verrutschen, so irgendwie, sodass das Gerät dadurch unbrauchbar wird, durch ein Hardware-Break, im schlimmsten Fall. Zum weiteren Design, wir haben hier nur noch einen Knopf, hier aus Aluminium an der Seite. Dieser Knopf schaltet das Display ein und aus, nicht, könnte man meinen, aber der Schalter schaltet nur zwischen Uhrzeit
und Menü um. Das Display aus geht von selbst. Nach einer Zeit. Wie gesagt, um das Ganze am Armband wird einfach die Smartwatch an dem mitgelieferten Armband. Hier ein ziemlich weiches Gummiarmband, aber das kann auch mit einem Spezialadapter, einem kleinen Metallstück, was in die Klammer geklemmt wird, kann man jedes Armband verwenden. Man muss es dann halt auch mit diesen Metallstiften befestigen. Und das ist hier bei dem mitgelieferten Armband natürlich nicht der Fall. So, ja, wenn man sich das jetzt anlegt, da kommt das Prinzip einer Armbanduhr schon näher. Viele Uhren legt man ja so an, indem man hier das Band um den Arm zieht und das Ganze dann hier mit einer Metallschnalle, hier steht auch nochmal Sony drauf, zuzieht und in ein vorgefertigtes Loch dafür hinein drückt, dieser kleine Metallbolzen. So, dann hält die Uhr auch ziemlich fest. Okay, was ein bisschen komisch gelöst ist, also wir sehen hier, die Rückseite der Klammer sitzt dann halt direkt so auf dem Arm, ich weiß nicht, und hier ist dann noch Zwischenraum, ich finde, da hätte man vielleicht noch etwas, dass das in einem übergeht und hier diese Klammerfeder verdecken können, dann sähe das Ganze vielleicht noch etwas eleganter aus, aber die Eleganz ist schon durch das glänzende, aber trotzdem gut draußen lesbare Display da, sowie der Aluminiumrahmen lässt das Ganze natürlich noch ein wenig hochwertiger wirken. Apropos hochwertig zum Preis. Das hier wird gerade, das LiveView wird auf Amazon, soweit ich mich erinnern kann, für unter 20 Euro im Moment verscherbelt. Die Smartwatch ist ein wenig teurer. Die kostet so 80 bis 100, je nachdem wo man bestellt, Euro. Zu den Displays. Beziehungsweise zum Software-System. Ich lege mir jetzt mal hier so ganz like a boss beide Uhren an, um das direkt vergleichen zu können. Also hier die Verschlüsse, wie man jetzt hier nochmal erkennen kann, die unterscheiden sich, die Arten sowie das Material des Bandes, was man natürlich, was ich im Übrigen auch sehr gut finde, wechseln kann. Ich werde das Band mal austauschen, beziehungsweise mir ein zweites kaufen, um ein bisschen Abwechslung hier in den Laden reinzubringen. So, also optisch unterscheiden sich die Geräte mal ziemlich. Was gleich ist, wie ich euch bereits schon erzählt habe, das 128x128 Pixel OLED-Display ist natürlich am Computer, gelinde gesagt, eine nicht so hohe Auflösung. aber auf so einem winzigen Display wirkt das dann schon ziemlich scharf, das angezeigte Bild. Ja, okay, die Uhrzeit, die Uhrzeit aktualisiert sich hierbei nur nach jedem Ein- und Ausschalten. Hier in Echtzeit. Dafür wird das Datum auf der Smartwatch nur verkürzt dargestellt, also Mo 07, Montag der 7. Und hier sehen wir es komplett, aber leider in amerikanischer Schreibweise, was man nicht ändern kann. Zum Glück kann man AM, PM anzeigen. So, was unterscheidet noch die beiden Uhrzeitanzeigen? Ja, die hier geht schneller aus. Dafür lässt sich die hier manuell ausschalten. Noch die Uhrzeit, die Batteriestandsanzeige. Hier oben rechts haben wir permanent eine Batteriestandsanzeige eingeblendet, egal ob das Gerät verbunden ist oder nicht. Hier bei der Smartwatch haben wir das nur im Menü. Zum Einschalten gibt es beim LiveView zwei Knöpfe. Einmal den Ein- und Ausschalter. Lange gedrückt schaltet das Gerät komplett ein- und aus. Kurz gedrückt geht Standby an und aus oder halt den Endknopf kurz drücken, dann sehen wir auch die Uhrzeit. Zum Ausschalten dann halt wieder den Power-Knopf. So, beim LiveView können wir, um das Display einzuschalten, natürlich, wie schon gesehen, diesen Seitenknopf, diesen Ein- und Ausschalter, den es hier ja auch gibt, verwenden. Oder, das ist ganz lustig, man tippt eine beliebige Stelle auf oder, wie meine Erfahrung zeigt, auch neben die Uhr. Beispielsweise kann ich jetzt zweimal so machen und das Display geht an. It's magic.
Das ist ein wirklich interessanter Sensor und auch eine ziemlich gute Idee, finde ich, weil da muss man nicht jedes Mal diesen Knopf hier irgendwie so sich da, ach Mann, so herumhantieren, sondern kann einfach machen und das Display ist an. Und man kann die Uhrzeit bequem ablesen. Ist deswegen ein guter Kompromiss dafür, dass das Display nicht permanent an ist. Warum das nicht permanent an ist? Ja, weil es sonst halt sehr viel Strom brauchen würde. OLED ist zwar sehr sparsam, braucht aber dennoch ordentlich Strom für so ein Gerät. Der Akku kann ja bei der Größe auch nicht besonders groß sein. Ich habe festgestellt, der Akku der Smartwatch hält länger als der des Live View. Die Smartwatch lief bei mir jetzt ein paar Tage, das Live View so immer 2 bis 3, das hier jetzt, sage ich jetzt mal einfach mal so 4 bis 5 bei normaler Benutzung. So, ich habe ja schon erwähnt, dass beide Uhren auf das Smartphone zugreifen in ihrem System, also ohne Verbindung, ohne Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone geht gar nichts außer die Uhrzeitanzeige. Es werden nur Android-Geräte unterstützt, vorzugsweise natürlich Sony bzw. Sony Ericsson. Fremdhersteller funktionieren aber auch. Dazu gibt es eine ausführliche Liste, welche Geräte da offiziell unterstützt sind auf sonymobile.de. Also ziemlich hoch, wenn euer Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, dass es dennoch mit der Smartwatch und mit dem Live-View funktioniert. Da gibt es zahlreiche Berichte, aber beschwert euch dann bitte nicht über Probleme, weil die ist tatsächlich für Sony-Geräte konzipiert. Ja, damit die Geräte laufen, muss man Apps installieren. Die gibt es im Play Store. Ohne diese Anwendung funktioniert nichts. Man verbindet die mit Bluetooth und hat dann hier in der Benachrichtigungsleiste, in der neuesten Version der App, hier immer so 2 Einträge, Live View verbunden und Smartwatch verbunden. Wenn man diese antippt, kommt man direkt ins Gerätemenü, beziehungsweise ins Menü, was das Handy zur Verfügung stellt. Hier kann man dann halt das Live View, die Verbindung dazu trennen und herstellen. Dazu wird man dann zu Bluetooth weitergeleitet. Kacheln anpassen. Haben wir hier SMS, eingehende Anrufe, Facebook, Twitter, RSS, Kalender schon vorinstalliert. Außerdem den Musikplayer. Und nachträglich kann man auch noch welche hinzufügen. Die lädt man einfach wie normale Apps aus dem Play Store. Findet man unter den Stichwörtern Live View sehr viele. Und für die Smartwatch muss man dementsprechend natürlich nach Smartwatch auch suchen. Plugins verwalten, da habe ich jetzt nicht besonders viel. Nur eins, TXT Live View. Machen wir zum Beispiel mal Enable, dann gibt es das. Das sorgt dafür, dass man Textdateien auf dem Smartphone, auf dem Live View anzeigen lassen kann. Aber wollen wir auch mal zur Smartwatch-App gehen, die ist ein wenig moderner gestaltet. Hier gibt es auch Anwendungen, das habe ich euch ja gezeigt, das ist so ähnlich. Allerdings muss man hier jede einzelne Anwendung, die man da benutzen möchte, auch noch aus dem Play Store herunterladen. Das hat natürlich den Nachteil, dass das vielleicht ein wenig mühselig ist und das System auch unnötig dann belastet, dass man dann so viele Plugins da reingeklatscht hat, hat aber auch den Vorteil, dass die einzelnen Plugins geupdatet werden können, ohne dass direkt die komplette Live-View-Anwendung ein Update bekommen muss. Das Ganze läuft übrigens über Smart Connect, früher Liveware Manager, auf einigen Geräten heißt es auch noch so. Das ist halt so eine Verwaltungs-App für Zubehör wie Headsets oder Ladegerät, dann passiert halt ein bestimmtes Ereignis. Hier haben wir das Smart Connect. Hier taucht auch die Smartwatch auf. Warum das Live View jetzt nicht drin ist, weiß ich nicht. Und hier kann man dann halt so Ereignisse einstellen. Zum Beispiel Nacht, wenn Ladegerät angeschlossen wird, dann Ton aus und sowas. Das ist auch ganz praktisch. Aber ich schweife ab.
wollen wir doch mal ins direkte System der Geräte gehen. Also was die bieten. Ich habe jetzt hier mal überlegt, euch den SMS-Empfang, die RSS-Feeds sowie die Plugin-Funktionalität zu zeigen. So, beide Geräte können SMS empfangen. Dazu habe ich hier mal eine vorbereitet auf hier. Oh, jetzt ist mein Entwurf weg. Egal, schreiben wir mal gerade eine neue SMS. Verfassen. SMS-Nachricht. Schreiben wir beispielsweise mal: Hast du heute Zeit? Wird man dann hier über das Live-View gefragt, kann dann nicht wirklich antworten. Okay, das geht bei so einem kleinen Display natürlich nicht, dass da jetzt auch noch eine virtuelle Tastatur eingeblendet wird. So, wir senden jetzt übrigens mal die SMS ab. Ich schalte mal den Ton am Smartphone ein, damit wir auch hören, wann die SMS ankommt. So, Standby. Senden wir ab. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Ich habe hier nicht das Beste. Aha. So, hier kam das Signal. Oh, die Smartwatch hat ein bisschen länger gebraucht. Oder das lag vielleicht auch am Smartphone, das es zuerst an LiveView übermittelt hat. Aber es hat uns ein kleines Symbol kurz angezeigt. Dann wissen wir direkt, SMS war das, die da jetzt reinkam. So, ins Menü gehen. Hier, und hier haben wir diese Widgets vorne drauf. Da ist dann direkt die Nachricht zu sehen: Hast du heute Zeit? Genau so, wie wir sie abgeschickt haben. Mit Fragezeichen, mit Groß- und Kleinschreibung. Optimal. So, dann gibt es hier noch den Pfeil. Da gibt es Antwort: Ruf mich an. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn man eine SMS kriegt. Will man ja nicht direkt zurückrufen und unbedingt irgendwas. Will man ja nicht direkt, dass der Absender zurückruft. Da drückt man immer versehentlich drauf, deswegen empfehle ich, den Standardtext einfach zu entfernen, dann wird einfach nichts gesendet, wenn man versehentlich auf den Button kommt. Hier kann man in den Einstellungen von Messaging einfach die vordefinierte SMS, den Text davon entfernen. So, hier auf dem Live-View haben wir die SMS natürlich auch bekommen. Hier wird die erstmal unter alle Ereignisse natürlich angelistet. Da kommt halt alles eben rein, außer das von Plugins. Und natürlich unter der eigenen Rubrik SMS. Nehmen wir mal alle Ereignisse und wir sehen hier direkt vor einer Minute SIM2, hast du heute Zeit? So, das Ganze können wir hiermit natürlich auch noch auf dem Handy anzeigen lassen. Das ging im Smartwatch auch hier. Im Handy anzeigen. So, jetzt wollen die RSS-Feeds hier mir unbedingt was irgendwelche Nachrichten reinprügeln. Das kommt später. Jedenfalls der SMS-Empfang funktioniert hier drauf auf beiden Geräten zuverlässig. Wobei ich nochmal erwähnen muss, anfangs war das mit dem Live-View wirklich katastrophal. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis man das Gerät mal flüssig benutzen konnte. Also der Menüzugriff hier, dass das so flüssig geht, das war lange Zeit nicht so. Teilweise funktionierten auch hier für die Plugins nicht mehr unter Android 4, da muss man sich mit Spezialtricks behelfen. Also da ist der Service nicht besonders gut geregelt. So, zum Menü hiervon, von der Smartwatch, habe ich euch ja schon gezeigt. Hier gibt es Widgets, die zeigen uns die Ereignisse an, wie man das zum Beispiel auch vom Startscreen von Android kennt oder auch vom Windows Desktop. Das flackert natürlich nicht so in Wirklichkeit. Das liegt an der Bildwiederholungsfrequenz oder sonst was. Einmal hochschieben und schon sind wir im Menü. Ja, jetzt habe ich versehentlich was angeklickt. Diashow, da werden dann im Handy gespeicherte Bilder klein angezeigt. Hier habe ich zum Beispiel schon mal was installiert. Status View, da kann man dann WLAN ein- und ausschalten sowie den
Netzstandard einsehen. Okay, das scheint Probleme zu machen. Ach nee, da war es gerade. Um da dann direkt wieder rauszukommen, machen wir einfach ein Pinch to Zoom. Nicht nach außen, das geht leider nicht. Nach innen. So, und schon sind wir im Menü. Da habe ich zum Beispiel auch noch Tic-Tac-Toe. Das kann man dann so zu zweit spielen. Ist vielleicht ganz lustig. Und was beide Geräte noch bieten, das ist wahrscheinlich für viele von euch interessant, die überlegen, so eins zu kaufen oder schon so eins haben, dass man damit die Musikplayer-Funktion des Smartphones steuern kann, wenn man keinen MP3-Player hat und das Smartphone zum Musikhören verwendet. Wir haben hier im Live-View die Möglichkeit, einfach lange auf den Enter-Button, also man merkt, Sony Ericsson hat da auch ein Privileg gegeben für Musik, dass man da schnell drauf zugreifen kann. Einfach hier lange auf den Knopf drücken, schon ist man im Musik-Player-Steuerungsmenü. Hier geht das Ganze nicht so, weil eben der Enter-Knopf fehlt. Hier muss man dann halt entweder hier die Verknüpfung Musik-Player verwenden oder man nimmt das Widget. So, sind wir hier im Musik-Player drin. Habe ich mal hier so Musik von Waterflame, Glorious Morning. Sehr schöne Melodie. Der will ja auch immer genannt werden, wenn man die Musik in seinen Videos verwendet. Okay, machen hier mal Play. Play geht hier mit Enter. Und wir sehen, es passiert nichts. Kacke. Okay, ich drücke nochmal. Ah, jetzt spielt er ab. Hier sehen wir auch, die Wiedergabe hat begonnen. Wenn ich hier jetzt Pause drücke, dann checkt er das kurz danach auch und stellt auf Pause um. Lautstärke ändern geht hier mit der kleinen Leiste. Hierzu müssen wir auf Runter drücken. Da bekommen wir dann keine Benachrichtigung, außer eine Audio-Benachrichtigung. Natürlich, dass es leise wurde, also die Musik wird dadurch leise. Hier zu dem Song gibt es jetzt leider kein Cover. Sonst wäre das hier im Hintergrund dargestellt, hier wo wir jetzt die CD sehen. Hier ist das nicht so. Also hier sehen wir wirklich nur den Player. Braucht auch weniger Strom, wenn nur dieser weiße Text dargestellt wird. So, beenden wir mal wieder die Musikwiedergabe und gehen zu RSS. Hier habe ich zum Beispiel Nachrichten von Bild und Computerbild drin. Da greift man hier einfach drauf zu. Und kann die Nachricht lesen, zum Beispiel hier vom Bild, Fußballnachrichten, nein danke, halt irgendwelche Nachrichten, die dann da kommen, man kennt die Bild ja, hier zum Beispiel von den Geissens, da kam ein wilder Straußenritt, naja, okay, gehen wir mal hier unter RSS, hier haben wir irgendwie gerade ein paar Probleme mit RSS-Feeds zu empfangen. Wir haben hier ein X, das zeigt, geht nicht, kein Zugriff, keine RSS-Feeds vorhanden. Obwohl ich den Bildfeed hier ordnungsgemäß eingebaut habe und das Gerät schon lange verbunden ist, funktioniert die Anzeige im Moment nicht. Dann gibt es noch eine lustige Funktion, Handy suchen, wenn man sein Handy verloren hat und es irgendwo in der Wohnung ist, beziehungsweise sein muss. Dann drückt man einfach Handy suchen und auch Lautlosmodus ist, ertönt dann die Benachrichtigung. Normalerweise erscheint dann im Display immer, hier bin ich. Dieses Handy suchen muss man, wie alles hier bei der Smartwatch, erst noch installieren. Bei der Smartwatch wird aber auch die Uhrzeit hier angezeigt im Menü. Jetzt will ich hier auch schon touchen. Aber auch der Akkustand, der ist um einiges präziser bei der Smartwatch dargestellt als beim Live-View. Bei Live-View gibt es irgendwie nur vier Zustände, ganz voll, drei Viertel, halb und dann fast leer und ganz leer oder irgendwie sowas halt. Jedenfalls ist das nicht so genau, wie man das von Smartphones kennt, aber ausreichend. Was vielleicht noch schade ist,
Hier ist weder Mikrofon noch Lautsprecher noch ein 3,5 mm Klinkenanschluss eingebaut, sodass man dann nicht die Kopfhörer anschließen kann und das Ganze als kleine Freisprecheinrichtung verwenden kann. Das käme bestimmt auch noch cool. In beiden von den Geräten gibt es so etwas nicht. Aber das benötigt man auch eigentlich nicht. Also ich finde, die Uhren, diese Sony-Uhren sind besonders gut geeignet für den alltäglichen Einsatz, wenn man viel sozial aktiv ist oder auch Business hier im Unternehmen immer viele Nachrichten bekommen muss, immer auf dem Laufenden sein muss. Ach, was ich noch kurz zeigen kann, Anrufe werden natürlich auch signalisiert. Bei der Smartwatch kann man die sogar direkt annehmen. Auch für Leute, die einfach immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand sein wollen, ist das hier vielleicht ganz lustig. Ich habe gehört, von Apple ist sowas auch in Planung, aber das werde ich mir definitiv nicht kaufen. Für die Apple-User übrigens, diese Geräte könnt ihr nicht mit eurem iPhone verwenden. Beschwert euch nicht, Apple wird das bei seiner iWatch oder was auch immer garantiert auch nicht Android-kompatibel machen. Das ist halt eben der Markt. Kauft euch das also nur, wenn ihr ein Android-Smartphone habt, sonst ist es leider nutzlos. Ich zeige, wie gesagt, noch kurz die Anruffunktionalität. Ich empfehle diese Geräte auf jeden Fall weiter. Kommt darauf an, wie viel ihr ausgeben wolltet, empfehle ich halt eben je nachdem Live View oder Smartwatch. Oh ja, jetzt habe ich hier Mailbox. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, von wem wohl? Jedenfalls beides gute Geräte, sehr flexibel einsetzbar. Natürlich nicht nur am Abend tragbar, sondern auch dank der Clips irgendwo beliebig befestigen oder auch an einem anderen Armband. Wenn ihr zum Beispiel noch eins von einer anderen Uhr habt, könnt ihr das, was sehr schön ist, könnt ihr das Armband auch noch für euer Live View bzw. eure Smartwatch verwenden. Ich würde jetzt das Smartwatch dem Live View vorziehen, weil es einfach ausgeprägter ist, technologisch. Das bedeutet aber nicht, dass ich von dem Live View abrate. Das sah zwar vor einiger Zeit noch ganz anders aus, weil eben alles katastrophal war. Da war es jetzt mal eine Glückssache, ob wenn man jetzt den Menüknopf drückt, ob man dann eine Verbindung zum Handy, also dann zeigte das Bildschirm an und dann war es eine Glückssache, ob die Verbindung zum Handy stattfindet oder ob der Probleme macht, und wenn der Probleme macht, dann muss er mal Bluetooth und wieder neu koppeln. Ne? Alles irgendwie Murks. Jedenfalls funktioniert das ziemlich flüssig. Jetzt auch die Bedienung. Wenn euch Touchscreen wichtig ist, nehmt die Smartwatch. Wenn ihr aber lieber wenig ausgeben wollt und trotzdem immer aktuell wissen wollt, was passiert in eurem Freundeskreis oder in euren Geschäftskreisen, dann greift am besten zum Live View. Das hat ja zumindest auch den Vorteil des Micro-USB-Anschlusses und auch der vielleicht doch sogar etwas flotteren Bedienung. Also ich weiß jetzt nicht, hier reagiert ja sofort und hier ist ein wenig murksig halt. Die Größe macht dem Touchscreen schon zu schaffen. Also das ist vielleicht, wer dicke Wurstfinger hat, der ist vielleicht auch hier so mit dem Live View besser bedient als hiermit. Da kann man ja nichts erkennen, wenn man so über das Display streift. Ist jedenfalls eure Entscheidung. Ich empfehle noch beide Geräte. Ich hoffe, Sony wird auch immer noch nachbessern. Ach so, bei der Smartwatch ist sogar ein Firmware-Update over the air, also über das Smartphone möglich. Beim Live View geht das, wie bereits erwähnt, über den Update Service. Hier gibt es hier Zubehör aktualisieren. Ich habe im Moment kein Update verfügbar. Und wenn eins verfügbar wäre, dann könnte das Handy das hier direkt per Bluetooth
drauf streamen. Jedenfalls gibt es auch ein interessantes Plugin-Angebot. Achso, das wollte ich euch noch gerade zeigen bei euch. Was war hier? Plugins. Habe ich zum Beispiel TXT Live View, das kann Textdateien anzeigen. Und hier habe ich euch ja schon ein paar Plugins gezeigt. Das lädt ein bisschen, weil ich viele Ordner in dem Handy habe. Hier habe ich zum Beispiel so eins, das die Zwischenablage oder einen festgelegten Text anzeigt. Hier kann man dann in die Ordnerstruktur herumblättern und bekommt dann auf beiden den Text auf dem Display angezeigt. Wenn man sich zum Beispiel Notizen machen will, Erinnerungen, die man am besten nicht vergessen sollte. Was man hier noch einstellen kann, hier habe ich ja schon gesagt, das Uhrendesign, das wechselt dann in Echtzeit. Bei dem Live View kann man das Uhrendesign nur durch Alternativ-Apps ändern, wie bei der Smartwatch, aber auch da kann man auch Alternativ-Apps einsetzen, die auch sehr schön sind, um andere Uhren auf seinem Smartwatch auszuprobieren. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ich habe euch eine kleine Kaufentscheidung gegeben und ob ihr potenzielle Käufer jetzt seid oder nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch für eins der Geräte entschieden habt, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar schreiben, warum ihr das getan habt und ob ihr mit dem Gerät zufrieden seid. In diesem Sinne, bis dann.